Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ja, es fängt direkt super gut an. Erstmal wollte ich gerade mit dem Bus fahren und sehe, dass die Haltestelle, wo ich einsteigen möchte, ausgefallen ist. Deswegen muss ich jetzt in die Stadt zum Bahnhof laufen. Dann konnte ich meine Tickets nicht ausdrucken, weil wir einen Totalausfall im WLAN haben aufgrund der, des Unwetters. Und ja, aber zum wichtigen Thema, was ist überhaupt heute? Ja, ich fahre heute über 10 Stunden nach Wien zum guten Mepio und bleib da für einen Tag und fahre dann weiter nach Österreich weiter rein und besuche dann meine Freundin im Urlaub und genau, ich nehme euch da jetzt mit hin und ja, ich hoffe, dass ich alle meine Anschlusszüge kriege. Wir sehen uns, würde ich sagen, im Zug wieder. Bis denn. Jo Leute, wir sind jetzt zwar in Wien angekommen, aber immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Und hier in der ranzigen U-Bahn sitzt vor mir ein ranziger Mann. Vielleicht erkennt ihr ihn schon an seinem Yeah! Okay Friends, ich habe Mepio gesagt, ich brauche eine Pizza, wenn ich da bin. Dafür ist auch gesorgt, als Relation meine Hand dazu. Das ist eine sehr stattliche Pizza. Und jetzt das, worauf ihr alle so heiß wart. Und dann nein. Ey. Ich fand. Ja, gut. Ja. Was zum Fick? Bist du aber auf dem Fahrrad zum Morgenzeichen? Er ist einfach in seiner Skyblock-AFK-Farm gewesen, während er mich abgeholt hat. Was soll ich sonst machen? Herrlich. Morgen aus Wien. Ich sag Mashallah. Ja. Wir haben irgendwas mit 10 Uhr und wir vertreten uns ein bisschen die Beine, bevor wir gleich den Stream anschmeißen. Helft diesem Mann. Weg, ja. Oh ja, meiner könnte auch gleich klingeln. Ich will laufen. Ich möchte nicht umfallen. Da, wo du das jetzt gerade siehst, das ist der Anfang des Parks, aber das ist halt eine Schule. Okay. Ich hab da mal, wir haben gleich, ich werde das zeigen. Da vorne, immer, irgendwie so eine Statue. Und neben der haben wir immer Fußball gespielt. Mhm. Ja, der dumme Mepio, ja, hat dann mal gedacht, okay, er schießt meinen Ball stark, gabelt und schießt den hoch. Wo ist der gelandet? Da oben. Schade. Ja, na das war's dann noch nicht. Wir sind dann eingebrochen. Hier ist ja überall Zaun sozusagen. Ja. Da hinten auch. Ja. Gefühlt 2 Meter. Ja. Wir sind darüber und dachten, okay, wir sind drin. Wir waren da oben. Nein. Ein, zwei Tore, genau. Weil das geht, glaube ich, ein bisschen weiter hoch. Ja, genau. Ja, genau, dazwischen waren wir. Und der lag genau da oben. Wir kamen nicht weiter. Wir mussten Bänke, die dort standen, aufstapeln und uns hochseilen. Okay. Warum liegt da eine Aufwärmdecke? Weil man sich halt hier zum Saufen trifft. Oder man schwitzt sich hier auf ein paar Sachen. Ich bin rumgegangen, um ein bisschen Kochfleisch zu bekommen. Fick dich, Digga, im anderen EP hinter mich, nervt nicht! Luis! Was machst du denn? Da bin ich ja besser. Schrecklich. Ja, dann trotzdem holen. Ich grüße den Stream. Ich hol mir halt Dings 4 Dias, mach Sharp 1. Ja, und dann baller ich halt einfach durch erstmal so. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt Burger essen. Er hat sich schon perfekt angezogen. Er meinte auf Nobel ein Hemd. Cashflow, hab ich. Rapflow, hab ich. Ich hab auf Nobel meine Joggingklamotten an. Perfekt. Und Nick, ich klau deine Pokémon-Karten, wenn ich bei dir bin, du Hurensohn. Wunderbar, Digga. Wunderbar. Guck dir das an. Nicht wirklich. Wir haben einen Termin um 16:30 Uhr, aber da kommen wir locker hin. Ich war 2 Jahre weg, um zu regulieren. Brauchte Zeit, um meine Villa zu dekorieren. Plötzlich wollen alle mit mir telefonieren. Aber unter 10k kein Date mit mir. Find's schön, dass Mepio fragt, ob der Wagyu Burger wirklich echtes Wagyu Fleisch ist. Er glaubt's einfach nicht. Ganz ja, ehrlich, ich muss ja wissen, ob das wirklich von der durchmassierten Kuh ist. Oder halt nicht so. Ich muss das halt wissen. So, gibt ja nur eines. Ja. So, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Ich mach den Burger-Check. Zu wild.
Digga, beiß rein, Digga. Beiß rein. Wirklich. Und? Ist er schön feucht und ja, wässrig? Geil. Sehr geil. Die nehmt nur Schwester. Ich hab Wagyu. Von dem massierten Kuh der Japaner, von innen sowie von außen, dass der auch schön feucht ist. Und guckt euch das an, wie das tropft. Jalapenos da, Baba. Oder? Gefällt. Oder dieser andere Orgasmus. Wie fandest du den Burger, Digga? Der Burger hat mich todesgemästet, ich bin ganz ehrlich. Das wird Marlene sehr schön freuen, die hat wahrscheinlich dann viel mehr zu kneten. Ich bin froh, wenn ich gleich wegfahre. Du wirst mich vermissen, der eine Tag hat sich auf der Lieferung zugesetzt. Du hast jetzt schon reine Verbote, du warst nicht mal da. Bin ich eigentlich überhaupt auf der Straße gerade? Ja. Ich finde das gerade geil, dass es so regnet. Und ich bin im verdammten Hemd da. Wir gehen jetzt auf den Prater. Das ist so die Ganzjahreskirmes hier. Oder? Ja, ja, ja. Die haben wieder geöffnet, seit wir die Bedingungen haben. Digga, und es hört auch zu regnen. Maschallah, sehr schön. Ist das Wien? Es fehlen noch die Türken, die sich hier jetzt irgendwo streiten oder allgemein die Gruppierungen, aber ja, es ist gut. Der wundervolle und edle Ritter kauft seiner wundervollen Dame jetzt ein Herz. Guckt euch das an, da ist die Go-Kart-Bahn. Und ich darf deswegen nicht Go-Kart fahren gehen. Der Mann möchte, glaube ich, einfach nur nach Hause. Ich hatte Katzenohren an, Digga, ich möchte mich umbringen. Mepio ist gefühlt die ganze Zeit übelst fertig, seitdem ich hier bin. Ich habe den Mann noch nicht einmal sehr aktiv erlebt hier. Heißt, er, alles, was er in den Streams macht, ist gespielt. Oder ich habe einen Bänderriss. Letzte Worte vom Vlog von dir. Ich freue mich, dass er weg ist, weil dann kann ich endlich schlafen. So Leute, wir haben jetzt schon 2 Tage später und ich hoffe, der Wind ist nicht so krass im Mike. Wir sind gerade auf einer Wanderung. Ich bin gestern schon gewandert. Eigentlich habe ich auch überhaupt keine Erfahrung mit Wandern, aber gebt euch mal. Ist schon wild hier. Und er hat einen Experten dabei. Ja, ich habe einen Experten dabei und zwar gute Marlene. Und ja, wir machen jetzt noch zusammen eine Woche Urlaub und gegen Ende geht es auch nochmal nach München. Mal gucken, wie man da vielleicht noch so trifft. Und ja, ich sag mal bis später. So, wir haben jetzt das Ziel des Tages erreicht und Ziel des Tages ist Essen. Tja, stimmt. Ziel des Tages wird Essen sein. Und wir haben sogar noch einen Gast dabei. Wäre sehr traurig allerdings. Wir sind hier in München nach dem Urlaub. Ich war den Rest des Urlaubs leider krank, deswegen gibt es wenig Content. Aber ja, wir hatten eine Mission in München. Marlene ist die gute Kamerafrau und wir haben natürlich auch noch jemanden getroffen in München. Ja, hallo, guten Tag. Vielleicht kennen ihn manche noch aus diversen Videos von früher. 1, 2, 3, 4. How many niggers are in my store? It's been a long day. Hast du gesagt, wer das ist? Die Leute kennen. So gut. Einfach Legende. Das zweite von meinem Wort. Ja, er nimmt das Schwert raus. Ja! Und wir essen jetzt zusammen, bevor wir die gefühlt die ganze Nacht nach Hause fahren. Also, wir sehen uns später wieder. So Leute, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen. Für uns steht noch eine 5-stündige Fahrt bevor, auf die ich absolut keinen Bock habe. Und wir sind an... Bis nach Münster und dann noch mal länger. Ja, stimmt. Wir haben noch irgendwie 6
vielleicht 7 Stunden vor uns. Das ist ganz gut, bis auf das ich jetzt... Hole-in-One war der Trip allerdings sehr schön, auch wenn ich 3 Tage von 7 krank war leider. Und damit für dich leider auch das Programm ausgefallen ist. Okay, bleib gesund, bis dahin.